Einfach so. Währenddessen ich gerade. Okay. Oh, ist denn ernst? Nochmal. Ich lasse das jetzt so. Ich lasse mal die Grafik-Settings. Ich lasse das mal so. Ich hätte das Spiel irgendwie ein Problem damit. So, und jetzt nach dem 50. Mal erzählt sie uns wieder eine schöne Geschichte. The journey of the girl hero began upon the chickens that swim inside the soft cushions, in any place near the rising sun, where the drizzle path is drawn all the way up to the mountain of fire. Nein, ich habe Musik dabei. Und wir laufen durch den Regen. Ja, es sieht ein bisschen näher aus, ja, da hast du recht, Anti. So, die Frage ist nur, beim letzten Mal mussten wir ja so ganz komisch über die ganze Karte laufen. The hilarious smell of the misty mountains gathers so many hopes and so many memories in just no repetition. It swears to its relatives by the momentum and the cosmic force of all the gods who are waiting for a sign. It will be their most unique alternative to drag into her arms their only hope to achieve a disaster. Some Schön. Ogres yell at their mother just to be clear. Die Musik ist ganz nice, muss ich sagen. Ich lauf mal da unten hin, vielleicht gibt's ja da irgendwas. Ja, die, ja. Schön. Schön. Total toll. Ich weiß gar nicht mehr, wann das bei Drizzlepuff Glass. Ich glaube, da hatten wir Kühlschränke irgendwie am See stehen oder so, ne? Das ist keine Pre-Alpha. Nee, nee, das ist einfach das Game. Das, wie gesagt, wir haben das ja in der Vergangenheit schon mal den anderen Teil davon gespielt. Das ist ja quasi der Ursprung von allen DLCs davon. Ah ja. Hier wendet sich so langsam das saftige Grüne. Oh Gott, hoffentlich wird das nicht so wie beim anderen Teil. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Bei dem anderen Teil, was wir gespielt haben, ging es ja darum, dass wir eine Rose zu einem Grab bringen sollten. Okay, ich glaube. Bin ich vielleicht am Ende angekommen? Sehe ich, dass das Wasser am Fluss hier mitten auf dem Meer hin und her schwappt? Das ist doch hier total ruhig. Ruhiger geht's doch schon gar nicht mehr. Davor. Ach so. Okay, da komme ich nicht hoch. Schade. Das ist ja nice. Wenn ich nach oben gucke, dann kriege ich quasi so Regentropfen auf die Linse. Das ist ja cool. So, ich denke mal, da lang wird es nicht gehen. Ich bin irgendwie vom Weg abgekommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Rotkäppchen.
Aber wo ist der böse Wolf? Irgendwo muss unser nächster Checkpoint sein. Ich kann aber echt nicht rennen, ne? Kann ich rennen? Ich sehe nur Berge. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Huch. Also das Spiel ist schon ein bisschen crazy. Okay. So, wo lang könnten wir gehen? Ich vermisse ein bisschen gerade die Musik, die uns dabei begleitet. Da hoch müssen wir aber nicht, ne? Ach, warte mal, da hinten ist was. Ah ja, ich habe einen Weg gefunden. Yeah. Ich bin wieder zurück auf dem Weg. I can't unwound heal wounds like yours. I'll be gone when you wake up. Ups. Huch. das war nicht meine Absicht, tatsächlich. Ja. Entschuldigung. Oh, das ist ein Haus. Nice. Oh nein, was steht da auf dem... Das ist ein Klohaus. Ich hör Hühner. Okay. Ich kann mit dem Haus nichts machen. Hallo, ist jemand da? Ich komme leider nicht in das Haus rein. Schade. Hui. Hallo, Big James. Oh, wie schön. Sehr schräg, aber She was damned since the moment she ate that frog from the swimming pool. mir geht's gut, wie geht's dir? She just couldn't stand a chance to look tight and look right for another course. Ja, nice. Just like dwarfs from a shiny little town, Oh. she disappeared into a mist formed by droplets of nothingness that precipitate upwards into a Flutsch. void of finite infinity. Dann aber dicke Frösche. Ich höre mich traurig an. Nee, ich bin nur ein bisschen verwundert gerade, was hier so passiert. Aber nö, mir geht's gut. Ich bin nicht traurig. Nee, 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 nee. Aber, wieso sind hier dazwischen einfach Palmen? Also ich meine, es sieht nice aus, aber warum sind da Palmen? Oh Gott, warum ist denn das so komisch? Das Spiel ist irgendwie hakt ein bisschen, ne? Ist traurig, weil sie keine Kerze. Genau. Ich kann keine Kerzen mehr aufstellen. Ich habe Castle Flipper durchgespielt einfach. Mal gucken, wo mich der Weg hier hinführt. Über LSD-Trips. Na, ich weiß nicht, ob dass das Drusilpuff Glas, ob das getoppt werden kann, weil da, das war ein Trip. Der war. In dem ganzen Spiel war nur ein einziger Jumpscare, ne? Aber ich habe mich erschrocken. Weil ich so runtergefahren war, dadurch, dass das Game so chillig ist, dass ich damit einfach überhaupt nicht gerechnet habe.
Texturen sind auch ein bisschen tricky. Ich meine, es ist ein Indie-Game, ne? Aber Kerzenflipper. Ich fand das schön mit meinen Kerzen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Berge sehen voll toll aus. Ah, hier ist wieder ein Zaun. Habe ich nächsten Checkpoint erreicht? Der übrigens sehr instabil ist. Ich möchte dies einmal demonstrieren. Ich habe keine Waffen, ne? Ich bin einfach nur dagegen gelaufen. Ich bin halt super stark. Ich bin super stark. So. So, gibt's hier irgendwas? Hier hinten? Ja, ich glaube, so groß ist die gar nicht hier, die Welt. Aber was ist das für ein random Stein? Das ist, sieht so... Ja, gut. Schön. Ja, wir laufen mal weiter der Straße entlang. Mal gucken, wo es hingeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch dieser Riesenberg, der so... Madness. The Libellula Realm, in which you seek happiness. Wenn die Musik die ganze Zeit so wäre, ne? Also ich finde dieses Vogelgezwitscher und so, fände ich schon super entspannend, so ist nicht. Das ist eine Höhle? Nee, ne? Nee, ist keine Höhle. Matthias. Matthias. Ich finde, die Musik könnte trotzdem ein bisschen länger spielen. Ich finde die ein bisschen kurz. There is no fabric of time that will let you keep listening to my sounds. You can't just give an opportunity to anyone who follows you secretly. Alles klar. Liegt da noch mehr? Walking Simulator. Ich habe mich auch gewundert, woher der Bogen kommt, ja. Ich dachte, ich könnte da irgendwas machen. Konnte ich aber nicht. Hallo, Lemon. Hallo. Na du? Ich geh mal zurück auf die Straße. Unsere unsere Freiheitsstatue, die hat einen Bogen. Ja, das ist so richtig. Einen wunderschönen Bogen. Drizzle Pass ist ja eigentlich mehr so Sachen erkunden, rumlaufen, entdecken. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ja, Dings, Soundfire ist aus, Lemon. Aber der Nightbot sagt sie trotzdem. Gucken, was wir hier noch so entdecken. Ich dachte erst, es wäre eine Krake oder so. Ich habe das gar nicht erkannt. Zuerst. So, da geht der Weg weiter. Wo geht's hier lang? Fast wie Dreamer Dreams.
Drizzle Pass hat dort über viele Teile auch. Könnten jetzt darüber abkürzen, mache ich aber mal nicht, weil ich nicht weiß, was wir dann eventuell auf dem Weg verpassen könnten. So, ist ein Zaun. Gibt es hier vielleicht irgendwas zu sehen? The knife is hidden in the shadows, and the Templar is in the island of the donkeys. A big black cloud is darkening the already blackened sky with a new suicidal trend. So, ihren Song kaputt machen? Okay. Boom. Das hat voll zu der Musik gepasst gerade. Wie passend das war, einfach voll gut. Läuft gut, Damon, warum? Das ist das Einzige, was ich machen kann, das ist richtig, ja? Hat sie nicht was. Hat sie nicht gerade eben was von Eseln gesagt oder so? Meine ich? Wenn ich dieser zarten Stimme in meinem Ohr richtig zugehört habe. Irgendwas mit Schatten. Aha. Sie kennen Schatten außer die von Bäumen. Aber ich vermute mal. Ah, wir ändern uns so langsam von saftig grün und trist. Ich sehe schon, worauf das hier hinauslaufen wird schon wieder. Das ist ein Haus. Ist hier ein Haus? You remember yourself sealing the crooked window shut, but not why you did it. Dich verfolgt? You enjoy your freedom the same way a guinea pig enjoys his maze. Mhm. Komische Sachen. Ich hoffe, ich komme in das Haus auch rein, ne? Eieiei. Ja, wenn da Schatten sein sollen. Hallo? Nee, da komme ich nie rein. Liegt aber auch nichts da. Na gut. Ich kann halt leider nicht mal Türen öffnen, ne? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir laufen den Berg gerade immer weiter hoch. So wie das hier aussieht, aber mal gucken. Tim, tim, tim. Ich möchte das gerne haben. Was ist das? Ich kann es ja da aber nicht nehmen. Vielleicht muss ich das auch nicht nehmen, aber okay. Das ist wie so ein Erdbeerglas oder sowas. Renner. Okay. Du kommst wieder auf schöne Ideen, Anti. Schöne Ideen. Also an sich sieht das ja schon schön aus hier, ne? Aber... Wir laufen. Immer weiter laufen. Climbing along the dark alley, I shouldn't be able to see the soul of a dark rider at the top of the hill.
there's nothing better than risking your life for a couple of jamming sessions. Mhm. I wonder if you'll ever get it. Ich sag ja, ich glaube, wir laufen immer weiter nach oben. Wo wieder ganz kuriose Sachen passieren. Wobei, eigentlich laufen wir nach unten, aber irgendwie sind wir immer höher. Das ist total crazy. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, auf welchem Berg wir uns genau befinden. Now that I've seen the Imperial waves, I'd like to say he stayed on top and made me feel like a fool until the next morning. Which might as well never come and stop the decay of your cold blood stains. Could I have been lied to? Were both the gas mask and the trash can really necessary? Also ich sehe hier ein Haus und da hinten ein Steg. We didn't need no competition. No magic trick to drizzle my path. As it will soon reach the heavens, so your son's unextended life can be felt in your family cocktail party. Ich hab auch Hunger. Ich trinke die ganze Zeit schon so ein Pfirsichjoghurt nebenbei. Don't cry. Guck mal, da hinten ist ein Steg, sag ich doch. Und wir haben wieder einen Zaun. Ich gehe mal runter zum Steg, oder? Hoch. Da geht's dann wieder hoch. Ich gehe mal hier runter. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Bisschen rumgucken. Nee. Aber so ein Haus direkt am Meer ist schon schön, ne? Ja, würde ich auch nehmen. Okay, da drin sind Pflanzen. Einfach nur. Also die gleichen Pflanzen, die auch hier draußen sind, sind auch in dem Haus drin. Gucken, wenn ich auf den Steg gehe vielleicht. Oh, Schildkröten. Ach, ich habe ja doch einen Körper. Ja, Mensch. Ah, diese Ruhe. Hier bitte Musik einspielen. Ich habe einen Nein, gucke, ich habe noch einen Obwohl, warte mal. Siehst du, ich habe zwei. Mein Schatten sagt, ich habe zwei Beine. Könnten hier eigentlich auch schwimmen, ne? Ich weiß noch nicht, ob wir ersaufen, deswegen mache ich das lieber nicht. Ehrlich gesagt. Ich vermute, ich komme eh nicht so weit, aber... Geht's hier überhaupt groß? Was steht denn da? Das ist ein Leuchtturm. Die Frage ist, komme ich da von hier aus? Komme ich von hier aus hin oder muss ich doch über die Berge laufen? Ich glaube, ich gehe mal unseren Weg lang. Bei dem Spiel ist es, glaube ich, ziemlich entscheidend, dass ich den richtigen Weg gehe. Deswegen laufe ich mal den Weg weiter lang. Aber ich vermute, wir müssen dann zu dem Leuchtturm. Sonst kann ich auch einfach runterrutschen. Das wird schon irgendwie gehen.
Plot-Twist am Strand lang, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. Der Weg hier rechts, der führt mich auf jeden Fall erstmal so durch die Berge weiter. Deswegen gehe ich den mal weiter lang. Hier oben ist der Weg. Da erzählst du uns zumindest auch eine Geschichte. Dum, dum. So, da lang. Let's fans. Mein Magen, ja. Mein Magen hat gar geknurrt, ja. Hat man das gehört? Huch. Ja, ich habe ja noch nichts gegessen. Es tut mir leid, ich kam nicht dazu. Ja, dieses Spiel ist sehr leise. Dafür kann ich nichts. Warte mal, da ist ein Zaun. Müssen wir hier lang? Ich habe das die letzten Tage habe ich das gemacht vorm Streamen. Tatsächlich. Für Anti. Oh, das sind ganz viele Zäune, Anti. Okay. Okay. Was denn das für ein übler Aufgang? Holy moly. Hallo? Ist hier irgendetwas, was mich nicht mag? Glaube nicht mehr. Dann gehen wir da lang. Oh, der Aufgang, der sieht aber schon ein bisschen... Wow, ich rutsche gleich hinterher. Das habe ich nur für dich gemacht. Schon schön hier. The majestic audience can play a game for 60 bucks and make a toddler so happy for a minute or two. Does a billionaire have to feel sorry for not being able to ease the pain of his own fall into the pool of mud? At least us, mere mortals, can take our chances and dance on top of a camión de madera on the highway. Das war ja passend. In dem Moment, wo ich sage, es ist schön hier, wird's Nacht. Ich kann mir das mal angucken, Anti, das Game. Das war gerade so schön und idyllisch. Warum ist jetzt alles so... Warum ist das jetzt so? Höre eine Krähe, sie aber keine. Ich finde, das ist schön da. Müssen wir hier lang? Nee, ne? Nee, da lang ist falsch. Wir müssen hier runter. Die ist auch das im Magen. Sehr gut. Ich sehe das gleich kommen. Gleich kommt irgendein Jumpscare oder so, ne? Und ich rechne damit nicht. Boah, das da hinten sieht ja übel nice aus. Hallo? Ich sagte, das geht zu dem Leuchtturm runter. Der Weg ist doch so heftig hier. Ich hoffe zumindest, dass wir nochmal zum Leuchtturm kommen. Die
Wir haben die Krähe verloren. Wo ist die Krähe? Darunter sollte ich nicht einfach gehen. Na, ich bin ja der Krähe gefolgt. Also von der Lautstärke bin ich der Krähe hinterher. Bin der Krähe hinterhergelaufen. Jetzt folge ich dem Weg. Ich gehe mal weiter. Das sieht ja abgespaced aus. Das sieht echt spacey aus, dort unten. Das, ich kann nicht nach unten laufen, ne? Das ist zu steil. Dann komme ich nicht mehr hoch. Sonst würde ich auch mal runtergehen. Ich bleib mal. Ja. Ich warte darauf, dass irgendwas aus einer Ecke springt, ne? Ich bin auch so richtig so, ich bin da voll drauf vorbereitet irgendwie, aber irgendwie auch gar nicht. Ich vermute mal hier lang. Ich komme aber immer höher. Boah, wie weit oben sind wir denn? Holy moly. Okay. So langsam fängt auf jeden Fall die Kälte an hier auch. Alles verrückt hier. Irgendwann sind wir ganz oben. Wir müssen wahrscheinlich von ganz oben dann runterspringen. Den kann ich leider nicht umschubsen, Anti, dann falle ich runter. Ich kann den Zaun leider nicht für dich zerstören. Gott, wie hoch geht denn das jetzt hier? Ja, ich rutsche sonst runter, das ist das Problem. You used to make funny sounds while we were laying on the carpet. For no reason would his love end by the line drawn by your certain death. You have to keep on climbing up the mountain of fire, despite all the lies and curses. There will be no more witchery curses around the neighborhood for 4 years. This is the reason why she will burn your love until the end of time. Say no more. Just say no more. I miss the old melodies, especially the one that opened our door. Play it, and I remain silent. Ja. Das Spiel ist verwirrend, ja? Das ist es. Man weiß nie so richtig, was man eigentlich tut, aber man tut es einfach und es ist irgendwie richtig. Ich meine, wenigstens redet sie diesmal mehr mit uns. Und wir müssen keine Pillen nehmen die ganze Zeit. Falls du dich daran noch erinnern kannst. Beim letzten Mal mussten wir die ganze Zeit irgendwelche Pillen nehmen.
und haben unseren toten Mann irgendwie die ganze Zeit gesehen. Das ist sicher richtig hier, ja? Um Gottes Willen. Gewisse Stoffe zu sehen nehmen viele. Bergsteigermusik. Ja, aber die könnte ruhig ein bisschen länger sein. Das wäre voll nice. Also, Musik fühle ich schon. So ist es nicht. Die ist schon sehr cool. Aber... Oh Gott. Sag mir nicht, wir haben da hinten angefangen. Und sind jetzt hier. Ach, Jemine. Ja, die fängt halt dann einfach immer so an. Sobald ich einen Checkpoint erreicht habe, geht die Musik los. Und dann erzählt sie uns halt eine kleine Story. Ja, ja, weil ich... Bitte. Ich spring mal, ja? Ja, yeah, meine erste Interaktion. Ich bin gesprungen. Ich dachte erst, soll ich jetzt in die Tiefe springen? Oder was genau soll ich jetzt tun? Oh, hä, das ist schon wieder sowas. Okay. Ach, das sind Dings, das sind Lichter. Ach so. Das hat man unten leider nicht so richtig erkannt, was das ist. Country-Musik ist schon irgendwie geil. Howdy. Schon geil. Du glaubst es nicht, Anti. Der geht nicht kaputt, der Zaun. Luger Stecker wurden. Der schon. Der andere ging nicht kaputt, nee. Oh. Oha. Ein Schneemann und ein Zelt und ein Lagerfeuer. Aha. And so, our journey ends here. It's about time to wake your Apache friends up and Menschen. Celebrate the second chance you have just been given. To look around you and find a door to a higher walking experience in real life. Ja. Fertig. Durchgespielt. Heftig. Okay, also... Okay. Heute spiele ich irgendwie alles durch. Ja. Wie die Ohren. Ja. Tja. Na dann, da mein Magen ja schon geknurrt hat, würde ich jetzt was essen gehen.